Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ach, Svetlana, also ich lese jetzt hier schon 2 Stunden lang Traumgeschichten und Märchen und sie schläft wieder nicht. Das gibt es doch nicht. Schon seit 3 Tagen geht es so und wir wissen nicht warum. Ich rufe jetzt einen Arzt an. Mama, Papa, ich will keinen Arzt. Keine Angst, der wird dir bestimmt helfen. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es denn, Theresa? Überraschung, ich bin nicht allein. Die ganze Klasse ist gekommen und möchte dir zeigen, was sie heute gelernt hat. Hab nicht mal den Berg gefunden. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Hansels Eisenbahn ist weg, steht nicht mehr am alten Fleck. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. In der Küche riecht es lecker, gerade wie beim Zuckerbäcker. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Danke, das war nett von euch. Aber leider kann ich immer noch nicht schlafen. Und das 12 Tage vor Weihnachten. Leute, wisst ihr nicht ein Mittel, wo man besser schlafen kann? Ja, meine Uroma schwört auf frischen Rübensirup. Das hilft immer. Aber wo willst du denn jetzt um diese Zeit frischen Rübensirup herbekommen? Ich habe da eine Idee. Mein kleiner Bruder Max geht in die 1. Klasse und der Großvater seines Freundes Christoph hat dieses Jahr Rüben angebaut. Eine konnte er aber nicht ernten. Die werden wir uns holen. Na dann viel Glück. Zuerst will ich euch erzählen, welche Mühe mein Großvater mit der Rübe hatte. Und dann wollen wir sie ernten und Rübensirup herstellen. Der Großvater hat ein Rübchen gesteckt und sagt zu ihm: Rüblein wachse werde groß, Rüblein wachse werde fest. Das Rübchen wurde groß, riesengroß. Der Großvater ging, um die Rübe zu ziehen. Der Großvater fasst die Rübe an. Er zieht und zieht und kann es nicht herausziehen. Da ruft der Großvater die Großmutter. Großmutter, komm und helf mir, die Rübe rauszuziehen. Der Großvater fasst die Großmutter fasst den Großvater an, der Großvater fasst die Rübe an. Sie ziehen und können es nicht herausziehen. Da ruft die Großmutter das Enkelchen. Hilf uns mit, die Rübe rauszuziehen. Das Enkelchen fasst die Großmutter an, die Großmutter fasst den Großvater an, der Großvater fasst die Rübe an. Sie ziehen und können es nicht herausziehen. Da ruft das Enkelchen das Hündchen. Hündchen! Das Hündchen fasst das Enkelchen an, das Enkelchen fasst die Großmutter an, die Großmutter fasst den Großvater an, der Großvater fasst die Rübe an. Sie ziehen und können es nicht herausziehen. Da ruft das Hündchen das Kätzchen.
Das Kätzchen fasst das Hündchen an, das Hündchen fasst das Enkelchen fasst die Großmutter fasst den Großvater an, der Großvater fasst die Rübe an. Sie ziehen und ziehen und können es nicht herausziehen. Da ruft das Kätzchen das Mäuschen. Miau, miau! Das Mäuschen fasst das Kätzchen an, das Kätzchen fasst das Hündchen fasst das Enkelchen an, das Enkelchen fasst die Großmutter an, die Großmutter fasst den Großvater an, der Großvater fasst die Rübe an. Sie ziehen und ziehen und heraus ist die Rübe. Geklappt! Hallo! Wirklich? Guten Tag erstmal. Was hat denn geklappt? Na, das mit dem Rübensirup. Schmeckt der auch? Das werden wir gleich sehen. Nein, Igitt, bitte holt doch einen Arzt und das 11 Tage vor Weihnachten. Schade, das hat so viel Arbeit gemacht. Schenk das Glas doch lieber deiner Urgroßmutter zu Weihnachten, die freut sich bestimmt. Eine gute Idee. Übrigens, die anderen konnten nicht kommen. Deshalb haben wir mit der Videokamera unserer Schule die neuesten Weihnachtslieder für dich aufgezeichnet. Danke, schieb rein. Niklas trug sie Huckepack, Weihnachtsnüsse gelb und braun, runzlig, punzlig anzuschauen. Knack die Schale, springt der Kern, Weihnachtsnüsse esse ich gern, komm bald wieder in die Haus, guter alter Nikolaus.
geschlossen ist. Eine Mutter, die keine Fragen stellt. Und ein Freund, der die Klappe hält. Hat sie gefallen? Ja. Guten Tag, mein Name ist Frau Dr. Sandmann. Ich soll hier eine kleine Patientin untersuchen. Gut, dass Sie kommen. Meine Tochter Theresa schläft schon seit 5 Tagen nicht. Seltsam. Hat sie Fieber? Leicht erhöht, aber ich denke, weil sie den ganzen Tag im Bett liegt. Schon gut. Hast du vor etwas Angst, Theresa? Nein, aber ich habe vor einer Woche einen Brief an den Weihnachtsmann in Himmelshausen geschickt und glaube, dass er dieses Mal persönlich bei mir vorbeikommt. So, so. Stimmt es, dass der Bart des Weihnachtsmannes bis auf den Boden reicht und er böse wird, wenn man nicht lieb war? Dann gibt's eins mit der Rute. Du warst doch immer artig. Fast immer. Noch 10 Tage bis Weihnachten. Ah. Pass mal auf. Ich gebe dir jetzt eine kleine Spritze und dann wirst du erst einmal ganz fest schlafen. Tschüss, Theresa. Was es wohl sein wird. Mal sehen, was die Ärztin sagt. Also, passen Sie auf. Ihre Tochter hat Angst vor dem Weihnachtsmann. Sie müssen ihr nur die Angst nehmen und dann wird sie wieder fest schlafen. Erzählen Sie ihr viel über die Weihnachtsbräuche und wie gut der Weihnachtsmann ist. Ich gebe Ihnen jetzt vorsichtshalber noch etwas mit. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Doktor. Sie schläft. Was sie wohl träumen wird? Thank you.
Schlafen? Ja, prima. Ich habe geträumt, wir hatten einen Weihnachtsauftritt mit der Gitarrengruppe. Und plötzlich kam der Weihnachtsmann und hat mich ganz vorsichtig gestreichelt. Schön, das siehst du. Wenn der Weihnachtsmann kommt, sagst du einfach, lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Dann muss der Weihnachtsmann lachen und packt sofort die Geschenke aus. Wirklich? Natürlich. Schau mal aus dem Fenster, Mutti, es schneit. Ja, und da gibt es auch ein paar ganz schöne Winterlieder. Möchtest du sie hören? Ja, aber lieber würde ich jetzt einen Schneemann bauen. Ach.
Good evening, ladies and gentlemen, girls and boys. I'm Mr. Snowman. Hello, Mr. Snowman. Hello. Here are ready eyes for you. Here are ready eyes for you. They are black stones, Mr. Snowman. What ready eyes for you? Bye-bye. Bye-bye. Hi, Mr. Snowman. Hi. Here is a big nose for you. Here is a big nose for you. It's a carrot, Mr. Snowman. What a fine nose for you. Hello, Mr. Snowman. Hello. Here is a big hat for you. Here is a big hat for you. It's a black hat, Mr. Snowman. What a funny hat for you. Bye. Bye. Hi, Mr. Snowman. Hi. Here's a woolen scarf for you. Here's a woolen scarf for you. It's a blue scarf, Mr. Snowman. What a warm scarf for you. Goodbye. Goodbye. Hello, Mr. Snowman. Hello. Here's a brown stick for you. Here's a brown stick for you. It's a broomstick, Mr. Snowman. What a long stick for you. Thank you. So long. So long. Hello, Mr. Snowman. Hello. Here's a little friend for you. Here's a little friend for you. He eats up the carrot. It's a pity for you. I'm a little snowman, short and fat. Here's my broomstick. Here's my hat. When the sun comes out, I melt away. Oops, I'm sorry, I cannot stay. No! Psst! Hey, let's sing a song together. Bis Weihnachten. Überraschung, Theresa. Da es dir schon etwas besser geht, machen wir einen Bummel auf den Weihnachtsmarkt. Dort gibt es viel zu sehen und zu erleben. Ja, toll. Endlich mal wieder raus. Und vielleicht triffst du dort auch den Weihnachtsmann. Lieber nicht. Kommst du? Ja. Thank you.
Svetlana, sie schlief letzte Nacht wieder unruhig. Ja, sie hat auf dem Weihnachtsmarkt den Weihnachtsmann von fern gesehen, sich aber nicht rangetraut. Man sollte... Also pass mal auf, zuerst ich habe da schon was eingefädelt. Hier sind doch sehr viele Eltern und Großeltern zu Gast. Und die können doch auch mal etwas mitsingen, das hilft bestimmt. Ja, wenn alle hier im Saal mitsingen, glaube ich auch. Das war toll. Ja, aber um auf Nummer sicher zu gehen, du hattest doch auch noch eine Idee, Svetlana. Ja, weißt du, wir rufen den Weihnachtsmann jetzt schon mal zur Probe hierher. Da wird die Angst am schnellsten verfliegen. Aber wie willst du denn das machen? Noch 6 Tage ist Zeit bis Weihnachten und Therese hat doch so riesengroße Angst. Ich habe herausgefunden, dass der Weihnachtsmann Engel sehr gern hat. Deshalb habe ich aus Therese einen Engel gemacht. Außerdem erkennt der Weihnachtsmann dadurch Therese nicht gleich. Und die Kinder aus Thereses Klasse sind auch gleich da. Gute Idee.
Sein. Guten Abend, liebe Leute. Ich hörte da so ein Geläut, bin gleich mal vorbeigekommen, hab auch Theresas Gejammer vernommen. Lieber guter Weihnachtsmann. Schon gut, Theresa, schon gut. Du sollst wissen, der Weihnachtsmann ist ein gar gütiger Gesell. Darauf meine Hand. Ja, und vielleicht hat der Weihnachtsmann dann auch für alle Kinder, die sich so sehr auf den 24. freuen, schon heute eine Kleinigkeit mitgebracht. Hatte ich nicht wie immer recht? Jetzt wird Theresa wieder schlafen wie ein Murmeltier. Bestimmt, doch jetzt verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen Lied. Guten Abend, schönen Abend, es weihnachtet schon.
Ihr habt sehr schön mitgesungen. Zur Belohnung kommen noch unsere Wünsche für Weihnachten mit auf den Weg. Durchführen konnten. Frohe Weihnachten, ein Gesicht.